Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um das Easy Fuel System. Falls noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, es ist kostenlos für euch. Okay, fangen wir an mit dem Easy Fuel System. Dieses System hat zum einen den Vorteil, dass es keinen Verschluss mehr für den Tank gibt. Sprich, lästiges Auf- und Zumachen, Absperren, schauen, wo man diesen Verschluss hinmacht, entfällt, weil es einfach diesen nicht gibt. Man geht einfach an den Tankdeckel, drückt auf diesen kurz, der poppt auf und man hat direkt den Zugang, um das Auto betanken zu können. Jetzt kommt eigentlich der große Vorteil von diesem Easy Fuel System. Nämlich, dieses System verhindert, dass das Auto fehlbetankt wird. Ich kann also kein Benzin in ein Dieselauto einfüllen und ich kann kein Diesel in ein Benzinauto einfüllen. Innen drin ist ein Mechanismus verbaut, ist sehr schlecht zu fotografieren. Ich habe es dennoch mal versucht. Und dieser verhindert, dass man nur den richtigen Treibstoff tanken kann. Nur dann öffnet der Mechanismus, erlaubt also das Einstecken des Schnorchels und dann kann man auch das Auto betanken. Ist auch links auf dieser Abbildung innen im Tankdeckel nochmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist der große Vorteil von diesem System. Hat natürlich einen klitzekleinen Nachteil, wenn man den so nennen mag. Nämlich in einer Notsituation, wenn man jetzt wirklich eine Panne hat, das Auto irgendwie leer gefahren hat, muss man das Auto ja mit einem Kanister betanken. Dieser Plastikschnorchel vom Kanister passt jedoch nicht in das Auto rein. Er bleibt also auch nach 1-2 cm stecken. Auch wenn man mit Gewalt versucht, diesen reinzudrücken, es funktioniert einfach nicht. Der Mechanismus öffnet nicht. Auch hier ist an der Innenseite des Tankdeckels ein kleiner Hinweis hinterlegt, was zu tun ist. Nämlich, Ford hat diesen Adapter beigelegt und mit diesem Adapter lässt sich quasi dieser Mechanismus umgehen oder aufmachen. Man steckt also den Adapter rein, hat dann also den Mechanismus geöffnet und kann dann ganz normal mit einem Kanister das Auto betanken. Dadurch, dass jetzt der Mechanismus geöffnet ist, kann man natürlich Benzin oder Diesel einschütten. Also da nochmal Vorsicht. Hier greift natürlich der Mechanismus nicht, weil ich ihn durch diesen Adapter ja umgangen habe. Der Adapter befindet sich vorne im Handschuhfach oder hinten im Kofferraum, wo das Ersatzrad ist. Ja, das war's zu dem Easy Fuel System. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.